Also hier ist Leonie Wagner, ich bin Ihre Kontoberaterin aus Handelszeitung, wo Sie vor einigen Minuten Registrierung gemacht haben, beziehungsweise sich angemeldet haben. Ja. Ja, wenn Sie nichts dagegen haben, ich werde Ihnen helfen, damit Sie richtig das machen. Natürlich, wenn Sie natürlich Fragen haben, ich werde Ihre Fragen erledigen, okay? Mit wem wollen Sie denn sprechen? Hier wohnen schon mal mehrere Leute in der Einrichtung. Also, ich will mit Rajesh Dalsim sprechen. Ja, einen Moment, den muss ich erst mal holen, ne? Geht gleich weiter. Ja, wo leben Sie? Wo leben Sie? Dalsim, hallo, wer ist da? Hallo, schönen guten Tag, spreche hallo? Ich mit Herrn Rajesh? Ja, hier ist Dalsim. Okay, ich bin Leonie Wagner. Ich bin Ihre Kontoberaterin aus Handelsplattform, wo Sie vor einigen Minuten Registrierung gemacht haben. Ja, richtig. Handel machen, ja? Genau, genau. Ja. Sie haben recht. Ich werde Ihnen helfen, damit Sie Ihr Handelskonto richtig aktivieren können, okay? Oh, das ist sehr gut. Und dann kann man Verhandlungen machen? Genau, Sie können also Geld verdienen, beziehungsweise, okay? Ja, Geld immer sehr gut, ja? Ja. Mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Mehr Schwänken. Oder weniger. Wie bitte? Nochmal. Mit welchem Betrag, mit welcher Summe wollen Sie anfangen? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, was kann man bei Sie gedient machen, gibt gute Percentage oder was kann man kaufen. Okay. Also Sie können natürlich Kryptowährungen kaufen, ja? Ja. Bitcoin zum Beispiel. Und minimaler Betrag ist 250 Euro, okay? Ja, das ist kein Problem. Hat er auch mehr Schweinchenhaare? Ja, natürlich. Sie können auch ja? mit 500 anfangen, mit 1000, wie viel Sie wollen, okay? Aber ich finde es sehr gut, dass du mehr Schweinchenhaare auch haben. Okay, haben Sie 500 Euro aber? Ja, das ist kein Problem. Kein Problem. Ich ziehe die Farm haben, wir Geld haben. Sie haben Geld. Benutzen Sie Master- oder Visa-Karte? Beiden. Ich habe auch American Express, ich habe auch Indian SpaceMax, Marine Express. Okay, ich habe alle keine Probleme. Okay, Sie haben Mastercard, ja? Ja, natürlich. Genau, deutsche Mastercard. Von welcher Bank? Von Bank of Calcutta, right? Deutsche Bank, ja? Nein, India. Bangalore, India. India, andere Karte haben Sie nicht. Doch, deutsche auch haben, aber indische Karte besser, okay? Nee, deutsche sind besser, nein. Ja, weil wir auch mit deutschen Unternehmen sind und wir arbeiten mit Deutschen. Mit Indien ist es ein bisschen kompliziert, ist das Problem? Sie nicht mit indischen Menschen reden? Nee, natürlich, wir haben sehr viele Kunden aus Indien, ja? Einfach, es ist Problem indische Karte, ja? Überhaupt. Ja, ist das nicht gut? Wie bitte? Ist die indische Karte nicht gut? Nee, englische Karten sind gut. Einfach unsere technische Abteilung konnte nicht das machen, ja? Oh, mit deutscher Karte Abteilung. Oder andere Karten können wir machen. Ist das schlechte Abteilung oder gute Abteilung bei der Karte drinnen? Nochmal? Es ist eine sehr gute Abteilung, ja? Wir ja. machen das alles professionell. Sie haben gesagt, Sie haben alles, ja? Mastercard, Visa-Card. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, ja? Oder Problem? Ja, sehr gut. Das ist super einfach. Ja? Also, wir können das mit deutscher Karte machen, oder nein? Ja, können wir deutsche Karte nehmen. Genau. Deutsche Mannkarte. Okay, wie ist Ihre, also sozusagen, technische Fähigkeiten? Wenn ich Ihnen das Link schicke und mir das erkläre, können Sie das machen? Ja, oder Profi. Soll ich das von meiner Seite machen? Bin ich IT-Profi, okay? Ah, Professional. Benutzen Sie WhatsApp? Nein, okay. Mache bei Computer. Mache bei Computer. Alle bei Computer machen, weil ich bin nicht professional, okay. Right? Professional. Okay, Mail haben Sie, E-Mail? Nein, drei Stück nur haben. Gmail, ja, ist das? Ja, Gmail, E-Mail. Haha, das Diamond machen, ja? No. Jetzt schicke ich per E-Mail Ihr Konto, okay? Ja, warum? Damit Sie es aktivieren von Ihrer Seite. Das ist sehr gut. Ah, können Moment, Sie denn bitte? Kontrolle machen? Wie bitte? Noch einmal. Ich werde Ihnen Ihr eigenes Konto mit einmaligem Passwort schicken. Oh, Sie Passwort? Werden 500 Euro, genau, einmalig. Sie werden dieses 500 Euro oder wie viel Sie wollen, ja? Ja. Aber 500 ist besser, ja? 500 Sie werden das, ja, weil wir Ihnen auch Bonus danach geben werden, okay? Ja, der Bonus ist immer sehr gut. Ja, also, Moment bitte.
Ihre E-Mail, Sie haben von Leonie Wagner Nachricht gekriegt, ja? Von Wagner? Leonie Wagner bin ich. Ja? Der gute Name, ja? Der schöne Name. Ja, ich mag sehr meinen Namen, ja? Das glaube ich. Du selber aussuchen die Namen? Wie bitte? Selber aussuchen die Namen? Also diesen Namen hat mein Vater mir gegeben, oh, ja? Oh, sehr gut, Papa, sehr gut, ja? Ich muss mal Kopfstreichelung machen und sagen, hat du sehr gut gemacht. Sie sind sehr nett. Ja, Sie sind auch sehr junge, nette Frau. Sie Single haben, ja? Ich bin allein, ja? Oh, sehr gut, sehr gut. Bitte, können Sie Ihre E-Mail öffnen? Aber dort mit diesem Link sollen wir mit Mastercard machen, okay? Deutsche Mastercard. Deutsche Mastercard, keine indische Card nehmen, ja? Nee, deutsche Master geben wir. Eigentlich schicke das alles auf Deutsch. Werden wir so probieren. Wenn es nicht klappt, dann mit anderer Weise, okay? Dann mit indische machen, ja? Zuerst mit deutschen werden wir sehen, ja? Und danach werden wir probieren. Also erstes Zahlung machen wir mit deutsches Card und zweitens dann mit indische Card machen, ja? Genau, zuerst Deutsche. Haben Sie die Seite geöffnet? Was für Seite öffnen? Ich habe Ihnen per E-Mail Nachricht geschickt. Ah, soll ich mein bei E-Mail reingucken, ja? Genau. Ja, einen Moment, muss ich bei... Leonie Wagner bin ich. Ja, schon dreimal sage ich bei einem Mal verstanden. Hätte kein Problem, ja? Oder? Wie bitte? Hätte Problem mit den Meerschweinchen? Meerschweinchen? Ja, mehr Schweinchen. Was meinen Sie damit? Du kannst auch weniger Schweinchen, aber mehr Schweinchen besser, weißt du? Wegen Profit machen. Ja? Ah, Sie werden wirklich Profit haben. Bei uns, die Kunden, verdienen viel Geld, ja? Verdienen oder unverdienen? Right? Verdienen. Verdienen, das ist gut. Das ist gut. Wir werden gute Freunde werden, ja? Sind Sie Trader? Nein, ich bin Inder, von Indien. Wie bitte? Ich bin von Indien. Von Indien, aber Sie leben in Deutschland. Ich bin bei Deutschland leben, ja. Du auch bei Deutschland leben? Ich bin aus Frankreich, ja, aber ich lebe in Deutschland. Aber bei Deutschland leben, ja? Ja. Also bitte, können Sie das Link öffnen, ja? Ja, welche E-Mail-Adresse nehmen, ja? Ich nicht finden. Gmail.com. Welchen? Ich habe drei Stück. Denk Goldstern 1971 gmail.com. Keine E-Mail bekommen. Spam gucken Sie bitte. Ich bin kein Spanner, right? Spam gucken Sie mal. Ja, ich gucke auch nicht drinnen. Nee, aktualisieren Sie bitte. Noch einmal schicken? Die F5 drücken, nicht da. Noch einmal schicken? Ja, schicke gleich. Noch einmal noch schicke einmal? Noch ein Hallo. Ja, schicke guten ich Tag. Gleich Hallo. Ja, Hallo aha. Schicken? Hab ich geschickt. Ja, jetzt warten, ob kommen. Solange mir sagen, kann man bei Sie ein Dogecoin kaufen? Dogecoin meinen Sie? Dogecoin, mit den Hündlein, ja? Weil der Hund ist ja, Hund genau, sehr lecker. Sicher. Wie viele Stück Dogecoin bei Firma haben? Wie viel kann ich kaufen? Wie viel Sie wollen? Ja, wie viel der bei im Moment kosten? Ich konnte noch nicht gucken. Wie bitte? Wie viel Dogecoin kosten, right? Wie viel Europa? Meinen Sie, also wie viel kostet Dogecoin? Ja klar, will ich den kaufen. So, also 0,2, ja? 0,2 Euro, Eulen, Meerschweinchen? USD. Noch einmal? Oh, Dollar. US-Dollar, okay. Aber weil du US-Dollar nehmen, aber ich kann nicht meine Karte von Indien nehmen. Das ist nicht gut. Nein, wir machen mit Euro. Aber Dollar nehmen. Kann ich auch mit Indisch Rupee bezahlen? Nee, mit Indischen geht nicht. Mit Deutschen oder andere. Aber nicht mit India. Was ist das Problem mit India? Nee, wir haben kein Problem. Einfach, wir haben konkret Kunden aus Indien, die in Deutschland leben und deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ja, aber ja. Mit Indischen, also haben wir bis jetzt keinen Kontakt. Vielleicht warum weiter,
Wenn dann Menschen, werden wir das probieren. Danach, ja, ich habe viele Freunde. Wenn du viele Menschen bei Indien, die keine Geld für Internet haben. Aber wir sind jetzt bei Deutschland, weißt du? Wir müssen zusammenhalten. Genau. Sie haben recht. Ich habe sehr gute Freunde aus Indien. Ja, woher kommen? Wie heißt denn? Vielleicht die kennen, weil bei Indien sehr viele Deutschland leben. Wir alle einander lieben, wie die Brüder. Wie ist sein Name? Sag mir. Also, meine Freunde heißen Rashid und Saiti, ja? Oh, das ist sehr gut. Denn auch Turban tragen, right? Das sieht auch Sinn, ja? Sie bitte? Gefragt, ob die auch Meerschweinchen mögen? Oder deine Firma auch Probleme mit Meerschweinchen haben? Was meinen Sie damit? Meerschweinchen. Den Tieren. Ja, okay. Okay. Sagen Sie mir bitte sicher, werden wir die Einzahlung jetzt machen oder nein? Ja, ich will der Geldverdienung machen. Genau, deshalb bitte öffnen Sie Ihre E-Mail-Adresse, ja? Ja, ich machen. Keine E-Mail kommen. Ich nicht falsch machen. Moment. Da ist Werbung von Coca-Cola, aber nicht Coca-Cola, deine Company-Firma, right? Nee, Moment. Oh mein Gott. Was soll man jetzt machen? Nicht den ganzen Tag Zeit haben. Moment. Nee. Ich habe doch, right. WhatsApp haben Sie nicht. WhatsApp. Nee, WhatsApp privat, nur Familie nehmen. Okay, was haben andere, also E-Mail-Adresse? Ja, telefonziege@gmail.com. Moment, noch einmal. Telefon. Ziege. Können Sie buchstabieren? Ja. Ziege. Ziege, wie der Ziegebock. Ist da indische Musik bei deiner Firma? Was kann man hinten hören? Das ist englische Musik. Kannst du für mich ein indisches Lied machen? Ich dir Titel sagen. Für DJ, right? Hallo? Ja? Ja, wenn du indische Lieder bei meiner machen? Also, das macht unsere technische Abteilung, verstehst du? Ihr habt eine technische Abteilung, die Musik macht? Oh mein Gott, ihr habt zu viel Geld. Wie bitte? Zu viel Geld haben, wenn du eigene Abteilung für Musik haben bei Firma. So, also natürlich, wir haben, aber alle sind beschäftigt. Die sind alle beschäftigt mit Musik machen? Ja? Sagen Sie mir bitte, sind Sie jetzt sicher? Seien Sie mit mir ehrlich, werden Sie die Einzahlung tätigen oder nein? Ja, will ja Geld haben. Ja, genau. Jetzt erkläre ich, wie wir das machen werden, ja? Ja. Aber Sie stellen einfach andere Fragen. Jetzt bitte öffnen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Ja, ich doch schon machen. Aha, aktualisieren Sie es. Ja, ich gehe den Mann machen. Okay, werden wir so machen, ja? Es gibt eine Applikation, Sie werden das installieren und ich werde Ihren Bildschirm sehen und Sie werden mir zeigen, ob haben Sie diese Nachricht gekriegt oder nein. Ich nicht bekommen. Sie nicht glauben, dann können wir auflegen. Ich Sie nicht bei meinem Computer lassen. Wir sind doch hier nicht in Nordkorea. Okay, aber ich erkläre, ich habe Ihnen wirklich einige Nachrichten geschickt. Ja, aber nicht gekommen. Ich nicht bekommen. Ich schwöre bei meiner Mutter. Schicke ich Ihnen gleich noch ein Hallo. Noch ein Hallo. Ja, Hallo ist immer sehr gut, weil Freundlichkeit zu den Menschen ist immer sehr gut. Habe ich geschickt, Hallo. Ja. Können Sie aktualisieren? Ja, F5 drücken, wie eine Meerschweinchen, das bei Tasda durchlaufen. Account Manager, da Hallo, da ist gekommen. Aha, da ist gekommen. Denn Hallo okay. Ist gekommen. Ich kann ein Herz zurückschicken. Herz? Ja, ich kann ein Herz zurückschicken. Ein Heart. Okay, schicken Sie mal. Na, sollen wir Candlelight Dinner machen? Nur wir beiden? Bei Callcenter drinnen?
Fräulein? Öffnen Sie Ihre E-Mail, die kriege ich gleich. Öffnen Sie. Ich würde gerne eine Frage machen. Sollen wir Candlelight-Dinner machen? Wie haben Sie vorher gesagt? Was haben Sie gesagt? Nichts sagen. Wir sollen Candlelight-Dinner machen. Meine und deine Treffen machen und Candlelight-Dinner. Ja? Können wir nach Berlin kommen? Hätte kein Problem. Die Telefonnummer von Berlin-Firma bei Berlin, ja? Ach so. Okay, werden wir das danach machen. Ja, in der Firma bei Berlin, ja? Genau. Ja, sag mir Adresse, ich komme. Ich werde danach das sagen. Ja, es ist privat, sozusagen. Habe ich Ihnen einen Link geschickt. Öffnen Sie bitte Ihr Link. Die Adresse von Firma ist privat? Wie ist der Name von Firma? Nee, die Adresse können Sie auch auf Webseite sehen. Das ist nicht privat. Meine Adresse ist privat. Ja, aber wie Adresse von Firma? Wie heißt eine Adresse von Firma, bitte? Sagen. Überhaupt Filial ist also kleiner in Berlin, aber wir haben auch in Frankfurt am Main. Aber offizielles Company befindet sich in England. In England? Genau. Oh, das ist England ist immer sehr gut, ja? Ja? Jetzt haben Sie meine Nachricht gekriegt. Ich den bekommen, ja? Warte, muss ich nur einen Klick machen? Kannst du bitte die schreckliche Musik ausmachen? Meine Ohren tut weh. Okay, Moment bitte. Öffnen Sie bitte Link. Mach bitte Musik aus, ja? Okay. Warte, das ist ja schlimmer als bei Türkendisco, right? So, ist gut? Nein, das ist immer noch genau wie vorher. Nein, so? Immer noch genau wie vorher. So ist besser, jetzt öffnen Sie Link. Jetzt ist es besser, ja. Jetzt ist es besser, okay, sehr gut. Zeige mir. Ich aufmachen? Können Sie es öffnen? Ich kann die Hose öffnen, ja? Sag mir, was ist dein Liebling? Was ist dein Lieblingsfarbe, right? Mein Lieblingsfarbe? Ja. Blau. Blau, das ist sehr gut. Hell oder dunkle Blau, ja? Wie bitte? Hellen oder dunkle Blau? Weil wir müssen jetzt hell. Ja. Helle Blau, weil wir müssen jetzt ja keine Lernung machen. Wie groß bist du? Ich bin 30 Jahre alt. Nein, wie groß? Große, Körpergröße. Ach so, also, soll ich nachmessen? 160. Oh, schon, das ist sehr gut, weil ich bin 35 und ich bin 1,93 Meter. Bitte, Problem? Also, ehrlich gesagt, ich habe auch andere Termine. Können Sie jetzt bitte das Link öffnen? Ich den machen, ich schon machen. Investcore Pro, right? Genau. Ja? Passwort ist ABC123. Schreiben Sie Ihre E-Mail. Das ist das schlechte Passwort. Sie werden das danach ändern. Sie werden oh das danach, das ist ein einmaliges Passwort. Sie können danach ändern. Na gut. Wie war Passwort? Mit kleinen Buchstaben ABC123. Oh mein Gott. Ja, ich machen. Ich noch mal machen. Ja, jetzt ist gut. Okay, ich machen. Sind Sie eingeloggt? Ja, ich den machen. Genau. Jetzt wählen Sie 500 Euro. Was hast du für Schuhgröße, right? Also, zuerst wählen Sie Betrag, Einzahlung, klicken Sie. Ich bin der Kunde. Der Kunde hat immer recht. Ich möchte deine Schuhgröße wissen, weil will ich dir Stiefel kaufen, right? Was wollen Sie wissen? Schuhgröße, right? Schuhe, size of shoe, right? 40. 40? Das ist sehr groß für eine Frau. Nee, das ist nicht groß. Hat du große Füße, right? Das ist nicht schlimm, das ist kein Problem. Was hast du für Haarfarbe, right? Wie bitte? Haarfarbe? Haaren? Hair color? Braun. Braun. Auch den Augen auch, right? Genau. Sehr gut. Hast du noch alle Zähne? Ja. Allen echt oder Fake-Zähne haben? Sag mir.
okay, bitte machen Sie es, ich habe keine Zeit. Ja, jetzt ja, klicken Sie mir 100 Euro. Bei 500 schreiben und mir sagen, hast du ansteckbare Krankheitung? Nein. Hast du AIDS-Test, right? Entschuldigung, was nochmal? AIDS-Test, right? Für erste Treffen brauche ich AIDS-Test, ja? Was jetzt? Ich habe schon nicht verstanden. AIDS. Okay, schauen Sie mal. Also, USD. Moment. Sie haben schon. Nicht USD. AIDS AIDS-Test müssen wir haben für erste Dating, right? Wegen Safety, okay? Okay. Ich verstehe Ihnen einfach nicht, was meinen Sie damit? Hast du AIDS-Test? Positiv, negativ? AIDS? Nein. Hast du keine Test machen? Du musst du vorher machen. Will ich Zertifikat sehen, ja? Achso, Sie meinen Lizenzion? Ja, FCA. Klar. Nee. AIDS-Test. Personal AIDS-Test, right? Okay, Moment jetzt. Ich werde es nochmal fragen, damit ich können sicher verstehen. Ja, AIDS, AIDS, AIDS-Test. Hast du AIDS-Test und Herpes-Test? Was wollen Sie? AIDS-Test. Was ist das? Was meinen Sie? Von Doktor. Bitte, fragen Sie solche persönliche Sachen nicht, ja? Ja doch, wenn wir Date machen, muss ich wissen. Ja, aber jetzt machen wir Arbeit. India Dating, ja? Ich bin Chef von East India Dating, ich jeden Tag machen. Weil du wirst einen guten Mann für dir suchen bei Pakistan und dann der deine kaufen. Und dann ist okay, weil du hätte keine, aber müssen wir AIDS-Test haben. Kannst du bei E-Mail schicken, bitte? Ein Copy? Oder ein Foto, ist da auch okay? Okay, also Herr Rajesh, jetzt mit Ihnen spricht Melissa, Vorgesetzterin von Finanzabteilung. Vorgesetzterin? Ich hoffe, Sie sind gesund und... Genau. Oh, guten Morgen. Mir freut sehr zu kennenlernen. Guten Morgen. Sehr schön. Ja, genau, wir werden zusammen kennenlernen. Wir haben schon Zeit. Aber eine Frage. Ja. Sie sind ein Mann, genau? Ich bin ein Mann, ja. Sie auch? Genau, Sie haben Interesse... Nein, ich bin nicht Mann. Oh, also, Sie haben Interesse gezeigt, Trading machen. Ja, genau. Ja, Dating machen, genau. Nicht Dating machen, sondern Trading machen. Ja, Investierungen beiden. Machen. Beiden machen. Okay, Dating, Sie können also machen, wenn Sie wollen. Jetzt wir sprechen über Trading. Ja. Investierungen. Sie haben schon eingeloggt. Ich habe schon gesehen, Sie haben 400 ausgewählt. Stopp. Wo ist das Frau gegangen? Wir Flirting machen. Wo ist der Frau gegangen? Flirting machen. Ja. Flirting machen. Flirting ich spreche machen. Mit meiner Mitarbeiterin und sie denken, dass sie können einfach Flirting machen mit meinen Mitarbeitern. Ja, wir sind ja in Freiland. Sie ist verheiratet. Verstehen nein, 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 Sie? Sie ist verheiratet. Nein, sie zu mir single sagen. Ich sie fragen, sie sagt, sie single haben. Ah, okay, mit welcher Mitarbeiterin Sie haben gesprochen? Weiß ich nicht mehr, wie heißt die, aber ich habe aufgeschrieben, sie ist 30 Jahre alt, hat einfach, Sie haben Flirting gemacht und Sie wissen Namen nicht. Nein, weil du, die hat, ist 30 Jahre alt, mag Farben hellblau, ist 160 cm, hat Schuhgröße 40, aha. Hat braune Augen und braune Haare. Ja, Sie haben mit Leonie Wagner gesprochen. Ja, genau, Wagner. Hat die einen Mann oder keinen Mann haben? Okay, sehr schön. Wissen Sie, dass Leonie Wagner arbeitet hier als Kontoberaterin? Sie ja, einfach ja. Hilft, Konto aktivieren. Ja, super. Gut. Dann bitte einfach machen Sie Ihre Kontoaktivierung und gehen wir weiter. Okay? Aber wir können kulturelle Verbindung machen, ja? Integration machen. Es ist eine kulturelle Verbindung. Nach der Einzahlung, Sie können also alles machen, wie Sie wollen. Ja? Okay. Auch ohne oder ist mit muss man machen? Was? Weil ich Sie nicht verstanden, ich Sie fragen, ob Sie AIDS-Test haben, aber auch keine Antwort bekommen. Aber warum Sie fragen solche Fragen zu meiner Mitarbeiterin? Weil, Entschuldigung. Sie haben dieses Test. Können Sie mir einfach E-Mail schicken? AIDS-Test. Ich möchte Ihre auch sehen. Ja, keine Probleme. Ich bei letzte Bondage Session zeigen. Ich kann Sie auch geben, nicht? Kein Problem. Sie mir E-Mail-Adresse geben? Ja, okay, schicken Sie Ihre Dokumente. Ich möchte es auch sehen, ja? Ja, Sie mir E-Mail-Adresse geben? Meine Mitarbeiterin Ihnen hat schon mit einer E-Mail-Adresse geschrieben. Bitte einfach öffnen Sie Ihre E-Mail, finden Sie diese Adresse und schreiben Sie. Ja, soll ich Sie wirklich Bild schicken von da unten? Dokument von Doktor. Ja, also Doktor sagt, wenn der noch länger, dann würde ich nach vorne kippen. Aber soll ich Sie Bild schicken, ja?
angenehm will. Wissen Sie, welche, also ich möchte etwas sagen, aber weiß nicht, kann ich sagen oder nein? Weiß ich nicht, ob Sie kennen die Worte, Sie können auch bei Englisch sagen, wenn Sie nicht deutsche Wort können. It's keine Problem. Oh, I can speak with you English. Right, in we English. Can do it. I adapt to you, oh, madam. Oh, perfect, right. Perfect. You're a son of a bitch, you know? Oh, why do you say that? That's very racist, because right? Because you're a son of a bitch. How you can speak with wife, with woman, so? It's normal. Are you serious? I am serious. Are you serious? I send you the you document. You know what I'm going to do with you? Yeah, tell me. Okay, then you will find it tomorrow. Just wait and tomorrow you will find it. You're just a son of a bitch. Wie sagt man, also an Deutsch, wir haben ein schönes Wort, Hurensohn. Fick dich. Ich habe dir ein Bild schicken, kannst du bitte angucken? Fick dich. Ich habe dir einen Test geschickt. was für eine Mistfigur. Das sind diese ganzen super seriösen Unternehmen, die dann böse werden, wenn das nicht nach deren Pfeife geht. Ich habe dir ein Bild von einem krummen Penis geschickt, das ich bei Google gefunden habe. Die verdienen nichts anderes, verdienen die. Das Tolle ist ja, die sitzen da im Großraumbüro und irgendeiner macht da plötzlich Pimmelbilder auf. Ich liebe es.